Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Lego Indiana Jones, die neuen Abenteuer. Diesmal weiß ich noch, wie der Titel war. Wir spielen weiter. Wir sind hier bei dieser Brücke. Ich glaube, Indy hatte Angst vor... Oh, davon sterbe ich. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich Schaden habe. Indy hat Angst vor Schlangen und nicht vor Spinnen, genau. So war das. Wir gucken einfach, was es hier alles gibt. Da unten ist so eine Pflanze, die wir kaputt machen müssten. Für einen Grünstein, genau wie hier. Das ist schon die dritte. Das ist die erste dritte. Da ist noch eine Spinne. Aber von den Schatztruhen und dem Launchstein bisher nur eine. Was brauchen wir hierfür? Ein Auto. Okay. Da haben wir schon 5 Stück. Das ist schon eine ganze Menge jetzt. Erstmal wollte ich ja hier mich umgucken, was noch alles gibt. Und danach dann mit der Story weitermachen. Die ist auch nicht mehr so weit weg da oben. Muss man einfach nur Sachen ausgraben wahrscheinlich. Wir haben das auch schon gemacht. Das sind doch diese nicht Kornkreise, sondern diese Linien, die irgendwelche ureinwohnischen Völker, keine Ahnung welches waren, Inka, Azteken gemacht haben. Das sind hier wie Mezcal-Linien oder sowas. Könnte jetzt komplett anderer Name sein, aber irgendwie sowas in die Richtung, glaube ich. Das ist schon die 6. Spinne, meine Güte, und da ist auch noch ein Grüner. Also ich glaube, dass ich das Auto jetzt hier spontan nicht sehe. Das ist natürlich super optimal, wenn ich es machen wollen würde, das Rennen. Ich denke mal, hier kommen wir sowieso noch in der Story hin. Das heißt, hier werden dann wahrscheinlich die Wege geöffnet, der hier unten zum Beispiel. Und... ja, keine Ahnung, damit... der Frosch könnte halt noch relevant sein. Und das Pferd da auszugraben. Aber ich glaube, wir können da aktuell nirgends sowas machen. Na, wenn ich hier ranhaue, passiert nichts. Herr Frosch, könnt ihr helfen? Nö. Und mit helfen meinte ich, mit einer Schaufel zu erschlagen. Weil was soll ich sonst machen? Genau, hier brauchen wir das Auto, was wir nicht haben. Hier oben sind Spinnen. Und hier ist noch ein Forschungslager oder sowas. Aber hier können wir aktuell auch nichts machen. Hier brauchen wir noch Teile. Aber wir können die Spinne halt nicht machen. Da vorne sind entweder Schlangen oder irgendwelche Wurzeln. Ich glaube, es sind irgendwelche Wurzeln, weil es sind ja aus den Schlange im Wasserfall. Geht es, glaube ich, gar nicht weiter. Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir hier ausgraben. Aber gut. Also wir graben irgendeine gelbe Platte aus und dann geht das Level hier weiter. Also es macht für mich gar keinen Sinn. Haben wir noch Mittel 20 da? Warum nicht? Also lass uns mal gut mit ausgraben hier. So toll finde ich das Feature jetzt noch nicht. Aber hier haben wir einmal eine Kiste mit einem blauen Stein, den wir echt wenig haben. Und den können wir hier jetzt reingehen. Und jetzt dürfte das Hester beschaffen. Okay, Matt hat Angst vor irgendwas. Ich kann mir auch mal die Haare umplatzieren. Ich meine, kam eine Fledermaus. So, wir sind in einem Level drin. Wir nehmen die Peitsche in die Hand. Wir sind in einem Tempel, wie es aussieht. Kann ich hier Geld farmen oder? Okay, nicht ganz. Aber immer ein bisschen was geholt. Aber dafür können wir das ja auch zerstören. Erst ein Matt ein bisschen verprügeln, wie sich das gehört. Gab's oben eigentlich noch was? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, hier ist auf jeden Fall irgendeine, nicht eine Leiter, sondern so eine Plattform, wie es aussieht. Hier können wir runtergehen. Und können wir noch was machen? Hier können wir was aufziehen. Hier können wir was kaputt kloppen. Hallo Freunde. Okay, ich komme hier nicht wirklich rein, muss ich sagen. Aber da ist halt noch Geld drin, was ich gerne haben wollen würde. Aber ich habe da ja auch nichts zerstört, um mich da besser rangehen.
Wo, vielleicht muss ich den einfach rausziehen. Ach nein, warum soll ich den erziehen wollen? Ich will das hier machen natürlich. Ja, okay, damit geht es natürlich leichter, wenn das dann vielleicht so machen kann einfach. Oh, sogar ein 10er Ehre. So, das kann ich mal. Okay, ich kann dich, könnte dich vielleicht befreien, aber ich habe dich einfach kaputt geschlagen. Okay, wir haben die Möglichkeit nach rechts zu gehen, wo es für mich noch weiter aussieht. Und wir haben die Möglichkeit hier unten was zu machen, wo es für mich noch weiter aussieht. Es ist ein kleines Dilemma gerade. Okay, hier können wir sowieso nicht weiter, weil das zu ist. Vielleicht ist das hier irgendein Rückweg oder sowas. Kann ich aktuell nicht rausfinden. Und daher klopfe ich hier nochmal an. Nö, schade. Kann ich da mal was machen? Nein. Das hier kann ich aufziehen. Perfekt. So, eine Schaufel geholt. Okay, auf. Okay, da ist noch zu. Das ist schlecht. Jetzt geht es erstmal ein bisschen prügeln mit der Schaufel. Unser super Laserschwert. Also, Praxis-Laserschwert, unsere Schaufel. Mit denen können wir nämlich Kugeln abwehren. Das ja, kennen wir ja, dass man das machen kann. Punkt, Punkt, Punkt. Also das ist ja realistisch. Von der Schaufel werde ich auch mal Schüsse ab, dass sie wegfliegen. So, da können wir was machen. Mit Matt. Reparieren. Erstmal das hier kaputt kloppen. Das ist noch zu. Wahrscheinlich müssen wir hier was erstmal aufmachen. Oder reparieren, damit es dann aufgeht. Oder es macht links irgendwas auf. Das kann natürlich auch sein. Ja, nice. Haben wir das gemacht? Hat das auch links geöffnet? Es sieht nicht danach aus. Das ist immer noch zu. Ich kann mal kurz hochgehen. Nö, okay. Schade. Man kann ja nicht alles haben. Dann graben wir den Quatsch hier mal aus. Der gibt es wahrscheinlich einfach nur wieder Geld. Und dann kann ich noch kaputt prügeln. Oder auch nicht. Okay, davon brauchen wir anscheinend noch einen. Das sieht wieder aus wie Obsidian klingen hier. Da ist auch noch einer. Keine Ahnung, ob man so viel Geld dafür bekommt. Nicht mehr mal so hin. Hm. Okay, dann frag mich aber trotzdem, was es damit links auf sich hat. Also das ist ja noch relativ viel gewesen. Was ich einfach nicht benutzen kann. Ich habe eigentlich alles gemacht, was ich mir so vorstellen könnte. Hallo, Herr Skorpion. Aber Skorpion fand ich mal cool, die Lego-Dinger. Die macht ihr wirklich gerne. Okay, hier kriegen wir irgendeinen Quatsch, den wir wahrscheinlich. Okay, wir müssen nicht daran packen. Gibt es irgendwas Bestimmtes, was ich machen soll, oder in irgendeiner Reihenfolge? Ich hoffe nicht. Ist doch kaputt geklappt, das Skorpion, wie es sich gehört. Das haben wir zerschlagen. Oh, hier haben wir noch eins. Habe ich alle anderen schon zerschlagen? Ich bin mir nicht sicher. Also gefühlt habe ich nicht so exzessiv alles zerschlagen. Wo ist er? Okay, mein Schaufel noch mit. Ich wollte gerade sagen. Okay, ist alles anscheinend blau. Also von daher wird es egal sein. Ob es da eine bestimmte Reihenfolge gibt. Ich dachte nur gerade, dass es vielleicht noch andere Farben geben könnte. Lass mich mal ein Matt mit, damit Indy seine Schaufel behält. Das weiß ich nämlich, dass wir das so machen müssen. Das muss ja schon mal im ersten Level, glaube ich, machen. Nein, nicht im ersten Level. Oder war es im Hangar? Ich glaube, da mussten wir auch schon mal so einen Speer werfen. Kann doch sein, dass dass der Hangar das erste Level war. Da ist noch ein 10er Ehre. Wir haben nicht mal volles Geld. Ich dachte mit dem 10er sofort fertig, aber nö. Scheinbar brauchen wir 60.000.
Okay, hat ja nicht so gut geklappt. Wäre jetzt blöd, wenn es hier schon fertig wäre. Und mir jetzt noch ein bisschen Geld fehlen würde. Okay, das ist doof. Ich will den eigentlich noch nicht anfassen, weil mir halt noch Geld fehlt. Kann er was kaputt schlagen? Euch zum Beispiel. Weil es wäre jetzt doof, wenn mir genau 20 fehlen, wo ich so gedacht habe, ach 20, die brauche ich nicht. Lass ich da mal einfach liegen. Gucken wir mal ein bisschen weiter, weil hier muss ja auch noch irgendwas auf sich haben. Kann natürlich sein, dass wir nochmal zurückkommen, wenn wir dann den Schädel haben. Aber so sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Deshalb gucke ich hier lieber nochmal, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Was ich vielleicht noch mitnehmen kann, um das fertig zu haben. Weil hier irgendwie so ein Zehner versteckt oder irgendwas an Geld wenigstens. Nichts. Schade. Hm. Das ist jetzt suboptimal. Und hier ist ja auch nichts. Also ja, und hier kann ich weiter. Also das hier ist einfach nur ein Rückweg. Aber da sind halt auch nur... ja. Geld drin viel. Aber was ich mich frage, was ist der Sinn von freien Spielen hier in den Missionen? Weil... du hast ja eigentlich nichts, was du jetzt unbedingt noch holen müsstest. Also hast du keine, sag doch schnell, keine Minikits und sowas. Also eigentlich gibt es hier ja nichts, was man haben wollen würde, warum man das nochmal spielen sollte. Das verstehe ich nicht. Also es kann natürlich sein, dass sich hier so das Freispiel immer nur auf das Level bezieht. Ich sag bitte nicht, dass es vorbei ist. Das wäre echt doof. Okay. Kann ich irgendwas mal kaputt hauen mit? Wo haut der denn ab hin? Hallo Freund, wo läufst du hin? Okay. Okay, gut, perfekt. Wir haben wahre Abenteuer. Ich hatte schon Angst, dass ich hier nicht mehr hinkomme. Also wäre auch irgendwie komisch geworden. Okay, gut, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich finde es gut, dass ich erstmal nach unten gelaufen bin. Okay, gut. Ich wollte gerade schon sagen, was soll ich hier tun? Warum weiß ich nämlich? Ich bin direkt bei ihm. Schade, ich dachte eigentlich, ich könnte ihn fangen, wie ich das mit meinen Leuten immer mache, aber nö. Aber ich kann ihn auf jeden Fall gut aufs Maul hauen, so. Das hat nicht so gut funktioniert. So, hat Abi blöden Skorpione? Ich muss hier raus. Hm. Okay. Jetzt haben wir das geschafft. Jetzt können wir damit die Skorpione und wahrscheinlich auch die Spinnen wegmachen. Das nehmen wir erstmal mit. Wahrscheinlich können wir die kaputt kloppen und können uns da einfach den kaufen. Ja, den hier zum Beispiel. Friedhofkrieger, ja, nehmen wir mit, warum nicht? Friedhofkrieger, so. Hallo, werte Spinnen. Okay, den Quatsch mal weggesprengt. Da unten, konnten wir da unten noch was machen mit dem?
Teil, ich glaube noch nicht, ne? Da waren ja noch, meine ich, die Bäumchen im Weg. Oder? Ja, hier hinten kam das Zeug, genau. Und hier sind halt die Bäume noch im Weg, durch die ich auch aktuell nicht durch kann, leider. Schade. Aber ich hab's mir nochmal angeguckt. So. Dann gehen wir in den nächsten Bereich, das Ausgrabungslager, wie es aussieht. Und gucken mal, dass wir da was Lustiges machen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die Spinnen Angst vor... Also nicht, dass es nicht passen würde, weil es halt auch irgendwelche Tierchen sind, aber in der Story sind es ja Skorpione und hier sind es dann halt Spinnen. Warum? Also ich kann es doch eigentlich einheitlich lassen, dass hier auch Skorpione rumlaufen. Aber das weiß ich schon. Hallo, Herr Vogel. Ehrenvogel. So, da können wir nur als Weibchen hoch. Hier können wir uns verstecken im Fass, was uns nichts bringt. Das Ding können wir vielleicht kaufen, wenn wir irgendwas gebaut haben. Okay, das können wir nicht ausgraben. Ich dachte gerade, wir müssen ausgraben. Mhm. Ach, damit können wir wahrscheinlich den Weg kaputt machen, also die Bäume kaputt machen, weil halt der hat halt zwei Sägen. Ach genau, und dann können wir hier einmal das wieder kaputt machen und dann wahrscheinlich nach oben auch noch. Aber dafür müssen wir schon erst die nächste Mission machen. Okay, die Pflanze habe ich gesehen. Ganz klasse gesehen habe. Können wir hier rein? Nö. Wir können uns Hauptzelt. Schade. Wird keine Lampe. Wollte ich gar nicht zerstören. Und dann haben wir hier soweit alles gemacht, wie ich das sehe. Ach ne, da hinten gibt es noch Kisten. Kann zwar klappen. Das wusste ich natürlich auch noch. Dann würde ich sagen, halten wir diesen Part ein bisschen kürzer, weil ich jetzt nicht dafür anfangen will, weil in 2,5 Minuten ist halt doch ein bisschen schwierig. Da muss das schon wirklich sehr kurzes Level sein. Und davon kann ich ja nicht unbedingt ausgehen. Dann versuche ich nochmal das Fahrzeug zu zerprügeln. Nö, schade. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ich bin dazu. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.